Tja, Leute, es ist soweit. Saatrock Folge 5 finden wir jetzt, glaube ich. Tja, und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, du, und heute ist der vierte Advent. Und weil heute ja theoretisch Sonntag auf den 24. gefallen ist, frohe Weihnachten, ihr alle. So, ich hoffe, ihr habt doch schön, ihr feiert schön, gehe schön mit den Geschenken was anfangen können. Dingens, Bums, was weiß ich. Erstmal sprechen hier, gell? Tja, ich stelle an. Wir machen das hier, was jetzt kommt. Ihr wisst, was jetzt all können. Ihr wisst jetzt all, was kommen tun. Die Licht. Die Kerze. Tja, also ich habe mich jetzt auch schon auf Weihnachten so gefreut. So, hätte man halt eine Kirche noch so blöder auftritt. War ein bisschen langweilig. Aber jo. Tja, ich jetzt zusammen, na, zünde mal die Kerze an. So, fangen wir doch mal an mit der Hinnerste. Da nicht kein Problem. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. So, ihr Leuten, das kann man natürlich nicht sehen. Jetzt behalte ich es mal hoch. Vier Lichter brennen. Jetzt machen wir es aus. Geh aus. Tja, 2 Minuten haben wir schon rum. Ich stehe jetzt an. Ich habe immer noch mein guter Globussaft. Und jo, es wird sich vielleicht nicht mehr ändern. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das noch trinken kann. Egal. Das war mein Fuß. Tja, und was machen wir jetzt am Weihnachten so? Natürlich, wir singen Weihnachtslieder, gell? Habe ich recht, mein lieber Freund? Ihr wisst, der Joke, der wird jetzt noch öfter kommen. Und dazu habe ich jetzt mal geguckt. Ich versuche in nächster Zeit mal meinen eigenen Song zu machen. Habe ich mir App geholt. Klappt das doch gut. Wird so zum Teil Blues oder so halt. Hat aber auch ganz schön was mit Saarland und so zu tun, wenn dieser scheiß Krach doch nur runtergeht. Ach jo. Hat auf jeden Fall was mit dem Saarland vor allem zu tun. Auch mit Bier und so. Und jetzt da halt auch für die Folge, ja, habe ich mal gedacht, was wäre Weihnachten ohne Weihnachtslieder in Saarländisch. So, habe ich mal doch schon mal gedacht. Ich mache hier ein bisschen was für Saarland. Das macht die Feder. So, fangen wir doch mal an. Also ich denke mal jetzt mal, nächstes Mal oder so mache ich halt mal wirklich so Song, wirklich für das Weihnachten auch so Saarländisch, so. Da habe ich jetzt mal an so Sachen gedacht wie Urpils, Helles. Nee, irgendwie so halt Heut ge mir saufe, Rolf der öffnet auch. Und dann hätte ich sowas gedacht wie keine Ahnung, irgendwie so Urpilz, Urpilz, helles Karlsberg, ist dir das Biergefühl. Sowas in der Art, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall gucken, Weihnachtslieder habe ich bestimmt schon ein bisschen was vorbereitet. Eine Sache hatte ich sogar mit meinem Kumpel gemacht, Mo, aber der kommt irgendwie nicht mehr in die Schuhe. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung, das trage ich vielleicht mal das nächste Mal oder so vor. Hat auch was mit Nikolaus zu tun. Ich könnte euch mal die erste Strophe so machen, halt.
soll halt so wirklich so Gea-Feiertag, so District geht, Nikolaus sind halt so. Haben wir halt so gedacht, holen wir doch mal das, die ganze mal Melodie dort davon. Und haben dann halt jetzt sowas gemacht wie: Niklaus ist ein fetter Mann, der nicht gut mit Kindern kann. Pedo, pedo, pädophil. Oder halt so: kleine Kinder schlafen nicht allein, Niklaus steigt in ihre Bettchen ein. Ach, keine Ahnung. Das Video geht schon 5 Minuten. Ich stehe jetzt an, ich hätte jetzt auch auf. Ich will euch eine Weihnachtsfest ruinieren. Jo. Dann noch viel Spaß mit euren Geschenken etc. Ich schreibe weiter an meinem Song. Ich mache zuerst mal die Melodie, dann lasse ich mal den Text entfallen. Alle, dann mal sitze ich wahrscheinlich entweder nächste Woche oder nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben ja, mein Vater, Kumpel von ihm und ich, wir haben nächstes Jahr im Januar Auftritt. Halt, Merzweg halt so, dann haben wir Auftritt dort drin, Kartensitzung. Jo. Können wir ja mal gerne hingehen, gucke. Ich sage nicht, was es ist. Wir machen Man in Black, sowas in der Art. Aber die originale Man in Black, da können wir jetzt mal gucken, was das ist. Also, ich jetzt sagen, mal sitze ich auch das nächste Mal und tschüss.